Hallo meine Freunde, ihr schaut einfach Wissen. Das heutige Thema: Donald Trump mit Coronavirus infiziert. Das ist über den Gesundheitszustand von Trump zu sagen. Donald Trump hat das Coronavirus immer heruntergespielt. Jetzt ist er selbst infiziert. Was wissen wir über den allgemeinen Gesundheitszustand des 47-jährigen Präsidenten? Am 21. Januar dieses Jahres sagte US-Präsident Donald Trump über das Coronavirus noch: "Wir haben es vollkommen unter Kontrolle. Es geht um eine Person, die aus China gekommen ist. Alles wird gut sein." Ungefähr 9 Monate später ist Trump selbst mit dem Virus infiziert. Auch First Lady Melania hat sich angesteckt. Zuvor war Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv getestet worden. Auf Twitter schrieb der amerikanische Präsident: "Wir werden unseren Quarantäne- und Genesungsprozess unverzüglich beginnen. Wir kommen da zusammen durch." Auch sein Leibarzt bestätigte bereits, dass Trump die Amtsgeschäfte weiterführen werde. Sean Conley erklärte in seiner Mitteilung: "Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird." Trump zählt allgemein zur Risikogruppe. Über den Zustand von Trump ist noch wenig bekannt. Bislang zeigt er offenbar keine Symptome, ebenso wie die First Lady. Sie schrieb auf Twitter: "Uns geht es gut." Allerdings könnte sich der Verlauf der Krankheit noch verschlimmern. Trump ist nämlich 74 Jahre alt und gehört damit zur Risikogruppe. Laut Robert-Koch-Institut sind fast 9 von 10 Covid-19 gestorbene Patienten älter als 70 Jahre. Der US-Präsident fällt also in diese Altersklasse. Zusätzlich gab es zuletzt Gerüchte um einen möglichen Schlaganfall des US-Präsidenten im November 2019, nachdem vor kurzem ein Video aufgetaucht war. Trumps Fuß hatte in dem Bewegtmaterial des Lincoln Projects demnach eine komische Stellung, die laut einer Neurologin durch eine neurologische Störung hätte verursacht sein können, wie beispielsweise einen Schlaganfall. Trumps Leibarzt Conley beschrieb daraufhin, dass Trump keinen Schlaganfall und keine Störung des Herz-Kreislauf-Systems habe. Warum der Arzt diese Krankheiten nannte, ist bis heute nicht bekannt. Ein Sprecher des Weißen Hauses, Judd Derry, sagte, der Präsident nimmt die Gesundheit und Sicherheit von sich selbst und allem, die für ihn und das amerikanische Volk arbeiten, sehr ernst. Allerdings hatte Trump das Virus immer wieder heruntergespielt. In der Öffentlichkeit trägt er meist keinen Mund-Nasen-Schutz. Im Mai kam heraus, dass Trump nach eigenen Angaben ein Malaria-Medikament nehme, um dem Virus vorzubeugen. Da der Präsident nun infiziert ist, scheint das nicht sonderlich viel gebracht haben. Die Corona-Pandemie ist in den USA noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 7,2 Millionen Infektionen sind seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden und mehr als 207.000 Menschen starben. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Einfach Wissen. Was sagt ihr über Trumps Corona-Infektion? Schreibt's einfach mal in die Kommentare, lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.